Liebe Freunde, willkommen zurück zu Paper Mario Sticker Star. Wir sind immer noch auf der Suche nach den Geheimtüren und ja, was soll ich euch sagen? Ja, wir haben im letzten Part Hilfe bekommen von einer Website und die Website hat anscheinend nur drei Welten angegeben, die die ganzen Spots der Geheimtüren zeigt und jetzt bin ich bin dezent im Arsch. Weil ich nicht weiß, wo die anderen Spots sein könnten. Das ist ein bisschen traurig. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Wie mache ich das denn jetzt? Ich weiß es nicht. Ich meine, Welt 4 ist ja zum Glück nicht so lang, ne? Das ist ja das Gute. Aber trotzdem. Scheißendreck, ich kacke. Irgendwo hier muss die Geheimtür sein. In diesem Level natürlich, ne? Macht Sinn. Deswegen muss ich schon die Augen aufhalten, nicht, dass ich irgendwie verchecke, wo die war. Weil jetzt muss ich muss mich echt auf meine Augen verlassen, die ja nun mal, wie ihr alle wisst, ziemlich scheiße sind, ja. Aber da ist sie direkt. Oh Gott, Dankeschön. Dankeschön dafür. Jede Geheimtür, die richtig nah an oder jede Geheimtür, die ich schnell finde, ist eine gute Geheimtür. Ja, muss man so sagen. Und das ist ein dickes Nokia-Telefon, oder was? Ein Mobiltelefon. Aus den 80er Jahren. Wobei, in den 80ern waren die Antennen noch größer. 90er Jahre. Frühe 2000er. Waren auch noch dicke Knochen, das kann ich Ihnen sagen. Ja, ich bin da schon etwas in the building, ja. So, jetzt mal ein Fröstelschrummig. Wir machen das chronologisch, würde ich sagen, ne? Hallo? Ich wollte gerade sagen, häng dich bloß nicht auf. Mach keinen Scheiß mit mir. Hier ist die Frage des Tages. Wo könnte hier die Geheimtür sein? Ich glaube, ich weiß wo. Ich komme im letzten Abteil, aber da muss ich ja wieder hinrennen und doch, das ist ein Kack. Das könnte ein Kack werden. Und man kriegt ja wenigstens ein paar Münzen für die Geheimtür, die man ausgegeben hat. Genau da. Oh, eine Münze, krass. Krasse Scheißendreck! Oder der Curlingstein. Ja, komm ran. Geil! Wir müssen einfach nur durchrennen. Das könnte jetzt wieder so ein bisschen länger dauern, weil wir durchs ganze Level rennen müssen und ich hoffe, dass wir keine Kämpfe machen müssen. Wäre nämlich ein bisschen kacke, wenn das so wäre. Aber okay. Tschüss. Was soll das? Ist das dein Ernst? Hier die Geheimtür vielleicht? Nee, die ist doch niemals quer irgendwo. Niemals. Ja. Ach bitte. Ich dachte, das hat mich auch schon damals verwirrt. Also ich habe immer gedacht, dass der... Dankeschön. Dass der Gummer nicht an diese... Ja, hier hochkommt. Kommt aber doch. Warum auch immer. Ja. So. Da an der Wand ist auch nichts. Ich hätte jetzt echt damit gerechnet, dass da irgendwo an der Wand eine Geheimtür ist, aber da ist nichts. Ich sag immer Geheimtür, dabei meine ich eigentlich Geheimtür-Spot, ja. Klare Sache. Sie wissen Bescheid. Oh, lass mich bitte nicht daran vorbeigelaufen sein, ey. Ich bitte dich. Münze! Geil. Ich meine, gönnt euch mal, wie wenig Münzen ich habe. Gönnt euch das mal. Hardcore, Alter. Wie gehen die Münzen aus? Ich denke mal, einen Schub werde ich mir noch kaufen müssen, aber ich denke, 10 sollten auf jeden Fall reichen. Also, na, nur dann bin ich leider pleite. Hier irgendwo, na, hier ist keine Geheimtür. Hätte mich aber auch stark gewundert, ja, hätte mich sehr stark gewundert, auf jeden Fall. Jawohl. Gott. Dödeldödelde. So, jetzt aber hier, oder nicht? Hier irgendwo... Sollte der Spot sein. Ich glaube, irgendwo da oben am Wasserfall. Kann das sein? Bitte. Da ist eine Geheimtür, aber... An die komme ich ja sowieso nicht dran. Wieso auch immer. Lass hier die Geheimtür sein. Natürlich ist da keine Geheimtür. Wo ist denn die scheiß Geheimtür? Das ist das Problem, so. Ich...
übersehe das. Ich weiß nicht, wo sie sein soll. Ich check's nicht. Keine Ahnung. Ich hab sie nicht gesehen. Kacke. Aus solchen Gründen google ich das lieber. Wisst ihr, wie ich meine? Oh, bitte, ey. Das ist aber dein Scheiß. Das ist doch Kacke, ist das doch. Ich weiß ja, man soll selber suchen, aber ich habe darauf echt keine Lust, selber zu suchen. Das ist... Nee. Natürlich kann ich nicht flüchten. Lass mich flüchten. Oh, leck mich doch im Arsch, Alter. Wo soll die sein? Geh die rutschige Bahn. Nach oben und weiche dabei den Pinkhools aus. Auf dem Weg nach oben kommt dir eventuell ein Curlingstein entgegen. Wenn ich aufhören soll, hier kletterst du einfach nach oben. Links siehst du noch einen Felsvorsprung, wo du an der Wand. Geheimte Sticker aufkleben kannst. Da war relativ am Anfang. Aber das kann ich ja nicht wissen. Das sehe ich ja nicht. Das ist das Problem. Jetzt kann ich wieder durchs ganze Level laufen und... Richtig geil. Wow. Okay, irgendwo hier. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendwo hier sein soll. Oder hier drin. Kann das sein? Da oben. Da oben. Ja, das sieht doch kein Schwein, Alter. Weißt du, das ist doch behindert. Das sieht doch kein Schwein, dass da oben eine Geheimtür sein soll. Wie komme ich denn da hoch? Wie soll ich denn da hochkommen? Soll ich mich da fallen lassen? Ja, ne, das ist wieder so eine Stelle, das habe ich gar nicht gesehen. Die konnte ich gar nicht sehen. Hör doch auf. Mein Gott. Wie soll ich da hochkommen? Soll ich mich von oben irgendwie... Ach du, verpiss dich doch. Mein Gott, ey, verschwinde. Unnötig. Man sollte die Möglichkeit bekommen, wenn man in alte Level geht, die Kämpfe auch zu skippen. Unnötig einfach. Das ist einfach nur unnötig. Das klaut Zeit. Unnötig Zeit. Das muss nicht sein. Jetzt irgendwo hier runterfallen lassen oder was ist das? Ja. Das habe ich ja nicht gesehen. Das sieht ja kein Schwein. Unnötig. Ein Föhn. Guck ich mir direkt mal an, wo in dem nächsten Level die Geheimtür sein soll. Ich guck mir das alles an, ehrlich. Ich guck mir das an. Ist mir egal. Nur muss ich ja immer suchen wie ein Spasti und das ist natürlich sehr geil. Ja. Ach ja, haben wir schon. Haben wir. Wir haben den Villa Mysteria haben wir ja schon, genau. Da war ja was. Und hier in 4-4 ist hier irgendwo eine Geheimtür. Sollte hier irgendwo eine sein. Ich denke mal nicht, dass es hier eine geben wird. Ich meine, man sieht ja auch nichts, ne? Okay, dann haben wir das. Dann ist Welt 4 fast vorbei. Wie geil ist das denn? Es gibt halt nur so ein paar Stellen, wo man... Ja, der Lift zum Beispiel. Das ist wieder so eine Kack-Ausweich-Sache. Das ist da die Geheimtür. Ey, die ist da. Ey, die ist da. Das ist richtig geil. Das gefällt mir. Weil es... Das ist hier das Level mit diesem ellenlangen Lift. Wo man so wirklich stundenlang hochfahren muss, gefühlt. Und ein Glück, dass ich das hier nicht machen muss, Alter. Ein Glück. Und das für eine Taschenlampe, du Sau. Ja. Wie geil ist das denn? Ich glaube, dass wir jetzt in Welt 4 schon fertig sind, weil... Oder kann das sein? Weil in Welt 4 irgendwas? In 4-5 müssten wir eigentlich schon... Oder 4-6? Ist das hier 4-5? Das ist 4-5. 4-6. Da haben wir schon die Geheimtür benutzt, ne? Oder vielleicht gibt es ja auch zwei, wer weiß. Kann sein, ich... Guck mal ganz kurz.
Klebe rechts an der Wand einen Geheimtürsticker auf. Ja, ja, genau. Aber das wär's. Dann wären wir in Welt 4 fertig. Wie geil ist das denn? Wunderbar. So, wie viele Aufkleber habe ich denn noch? Wie viele Geheimtürsticker? Hau mal raus. Eins. Vier Stück. Vier Stück. Vier Stück. Es gibt hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Level. Ich hole mir eben noch zwei Geheimtürsticker. Klingt aber nach einer machbaren Aufgabe. Ich meine, so viel war es jetzt auch nicht. Wir haben jetzt hier zwei Parts verbraucht. Ich habe jetzt eine Stunde gebraucht. Ja, ich werde eine Stunde brauchen, um, ne, alle Geheimtüren zu finden. Sie wissen ja Bescheid. Ja. Hammerhart. Nein, das war eine zu viel. Scheiße. Egal, egal, komm. Egal. Ich sag sowieso, wir werden hier noch sowieso ein bisschen länger hängen in der Welt, weil das Cheap-Cheap-Level und so, ihr kennt's, ihr wisst, was das für ein Level ist. Was für ein Abfuck das ist. So, guck ich auch mal ganz kurz nach. Zack, 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 zack. Wobei wir mit Geheimtür noch nicht ganz fertig sind. Es gibt da wahrscheinlich auch in der sechsten Welt noch Geheimtür-Level, ne? Könnte sehr gut sein. Zack und zack. Aber wenigstens hat der gute Mario-Fans Seitenmaster in der Komplettlösung angegeben, wo die ganzen Geheimtüren sind. Das ist schon mal ganz gut. Ja, weil nach Komplettlösung zu arbeiten, das macht Sinn. Das vereinfacht dir so viel. Hallo. Das spart so viel Zeit, die man... Die Zeit, die du zum Suchen gebraucht hättest... Ne. Ne. Lass stecken, Bruder. Wird das jetzt hier so ein bisschen Minus, ne? Das Durchlaufen und hoffen, dass man durchkommt. Nein, 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 nein. Lass das. Fräulein! Lassen Sie es! Ich glaube, hier rechts sollte man lang gehen und dann käme man zu der Geheimtürstelle. Ja? Meine ich mich nicht zu erinnern, aber ich meine es gelesen zu haben. Gut, dann habe ich mich doch daran erinnert. Ich meine mich zu erinnern, das gelesen zu haben. So. Sind wir jetzt zufrieden? Oder was? Irgendwo hier. Vielleicht auch hier. Nee, da nicht. Mal draufhauen. Dann dürfen wir ohne Probleme rüberkommen. Schneller. Okay, geil. Was war das, die Geheimtür? Nee, ich glaube nicht. Dann frage ich mich, aber wo kriege ich denn die letzten drei KP Plus her, ne? Wo könnten die sein? Vielleicht auch in so einer Geheimtür, die hier irgendwo zu finden ist. Das kann sein. Komm schon, hier irgendwo muss doch die Geheimtür sein. Weil ich hier wieder an der Wand nichts erkennen kann. Aber ich bin's gewohnt. Na, ganz toll. Schneller, schneller, schneller. So, hier, oder? Ja, perfekt. Okay, wusste ich's doch. Wunderbar. Klingt doch sehr, sehr, sehr geil. Ja, zwei von sechs Leveln fertig. Sag mal, ich raste jetzt vollkommen aus, oder was? Kann sehr gut sein. Und das ist eine normale Nagelschere oder normale Schere? Das ist eine Schere. Schneiderschere, okay. Entschuldigung. Ich wusste wieder nicht den exakten Namen dieser Schere, weil es tausende Scheren gibt. Wie geil ist das denn? So. Dschungelschnellen, ja.
Was war das nochmal? War hier nicht irgendwo die Geheimtür? Aber lass sie bitte irgendwo am Anfang gewesen sein. Bitte! Bevor du ins Haus gehst, kannst du, wenn du weiter rechts gehst, eine Geheimtür aufkleben. Okay. Irgendwo hier. Ich hab's gesehen. Sehr schön. Hab ich gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich wäre voll daran vorbeigelaufen. Ich wäre aufs Floß gestiegen und hätte wie ein Verrückter gesucht. Ja? Wunderbar. Ha! Ich liebe es, wenn es so einfach geht, ey. Könnte ruhig öfter so sein. Das ist ein Mini-Staubsauger, okay. Ja, das Ding ist halt, ich sammle die ganzen Dinge ein und die meisten von denen werde ich niemals benutzen. Das ist auch so ein Manko, ey. Keine Ahnung. So, jetzt kommt das Level, was ich in diesem Spiel am meisten hasse, ja. Zum Kotzen. Aber egal, da muss man durch. Jetzt können wir erstmal schön wieder abhauen vor diesem Cheep-Cheep und so. Wenn man es wenigstens skippen könnte, wisst ihr, wie ich meine? Einfach unnötig. Solange ich ihn immer so ein bisschen verarsche, ich weiß nicht, wie ist das Schema von ihm? Soll ich mich immer in die Mitte stellen, damit ich ihn so ein bisschen verarschen kann? Okay. Kann ich hier gerade noch so ausweichen. Na, ist mir egal. Das ist mir egal. Ha. Soll ich mich immer nach rechts stellen? Was ist das Schema? Verstehe ich immer noch nicht. Leicht behindert, möchte ich sagen. Relativ behindert. Und ich war hier ganz rechts, wie hätte ich sonst... Versteht ihr, wie ich meine? Ich war ganz rechts, so wie... Ich kann nicht noch weiter rechts fahren, als ich bin. Und trotzdem werde ich getroffen. Relativ behindert. Und auch unnötig, oder? Unnötig. Ich bin doch schon ganz rechts. Ich renne nach rechts. Warum werde ich trotzdem noch getroffen, obwohl ich ganz rechts bin? Ha! Dankeschön. Mein Gott, das ist unnötig, Alter. Aber wir haben es geschafft. So. Fährst auf dem Floß. Da weiche ich ihm aus. Okay. Die Geheimtür ist direkt am Ziel. Das heißt, wir können jetzt einfach ein bisschen chillen, das Leben genießen, Amana, und dann läuft das. Ha. Wirklich, also man muss da sagen, es ist die schlechteste Stelle im ganzen Spiel. Real Rap. Also, du kannst nicht vorausschauen, wo... Naja... Wo der Cheep-Cheep ist. Kannst du nicht. Und hier war ja die Geheimtür. Ein Glück habe ich sie noch nicht geöffnet. Ich dachte echt, ich hätte sie geöffnet. Was? Geil! Habe ich den auch letztens schon eingesammelt? Wahrscheinlich nicht, ne? Sehr wahrscheinlich. Echt? Ja. Guten Tag. Ha! Ja. Moin! Himmelbett! Was geht, Bruders? Ob sich das gelohnt hat, das werden wir bald herausfinden. Bald in 10 Stunden. Jawohl. So, 3 Level noch, komm. Kriegen wir hin. So, jetzt ist nur die Frage des Tages, wo die Geheimtür sein soll, ne? Wir finden es gleich raus. Ketten und Ruinen. Aber ich meine mich zu erinnern, dass wir hier die... Okay, ich meine mich zu erinnern, dass wir hier die meiste, die meisten Instanzen skippen können. Noch geil. Beweg deinen Arsch, komm. Mach jetzt. Schneller, wenn das geht.
Dicke Sau. Ich achte da einfach nicht drauf. Das ist einfach so. Wow. Man könnte euch noch an das Floß erinnern, das wir letztens hier losgemacht haben. Was war eigentlich damit? Hat das noch irgendwas gebracht? Ich glaube ja fast nicht. Komm, flühen. Wir flühen jetzt. Klappt aber nicht. Natürlich nicht. Warum denn auch? Ha. Okay, der Hammerbruder ist hat nicht angegriffen. Das gefällt mir. Ah, oh, Dankeschön. Danke, Brudes! Für nicht angreifen und für flüchten dann, ja? Ich meine, ich hab's ja verschont. Sie sollen froh sein, die alten Drecksäcke. So, hier vielleicht. Kann das sein? Ich guck mal ganz kurz. Also, laut, Komplettlösung, starte das Level und steig auf das Floß, schlag den Flock in den Boden, auf der anderen Seite erhältst du aus dem Mega-Color-Hochhammer, geh dann in die Höhle und papierisiere dann ganz genau. Löse nun die Zahnräder oben vom Flock und gehe mal nach ganz rechts. Spring nun auf die Zahnräder, kehre nach links zurück. Auf der Plattform kannst du noch mal eine Geheimtür aufkleben. Ich habe jetzt nichts verstanden, aber wir finden den Spot schon irgendwo hier. Irgendwo hier soll das sein. Also hi. Ich hoffe mal irgendwo hier. Wenn ich jetzt gleich nach rechts ankomme, dass da irgendwie so ein Geheimtür-Spot ist. Sieht danach aus. Kann das sein? Ja, perfekt, Alter. Geil! Das kommt mir so zugute, ich schwör's euch. Das ist... Es macht auch... man muss sagen, es macht keinen Spaß. Ich mach's hier für euch. Und... Okay. Klimaanlage. Okay. Thanks, Brudes. Ich mach das hier für euch, so. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist wirklich, Nur für euch. Ja, nur für euch. Ja. Und hier kann man wieder hoffen, so, ja, lass doch die bitte am Anfang sein. Aber das wird sie wahrscheinlich nicht sein. Warum sollte sie? Ist sie. Yes! Geil! Sehr schön. Ah, spart das Zeit. Warum nicht immer so? Fragt man sich da, ne? Aber okay. Ein Becken, oder? Ja, ein Becken. Das gibt's auch schon in Colors, in Color Splash. Da war es Silber. Und damit konntest du den Gegner ordentlich eine überziehen. Ja. Und ich glaube, hier weiß ich auch, wo die Geheimtür gewesen ist. Ich muss da nur hinkommen. Das wird das Problem sein, da hinzukommen. Und warum ist da eine Röhre? Ich weiß nicht. Wunderbar. Dann lass hier reingehen, ehrlich. Dann, wenn man uns hier so herzlich in Empfang nimmt, dann machen wir das. Also ich glaube, die Röhre war schon immer da. Das kann sein. Ich darf hier nicht hoch. Natürlich darf ich hier hoch. Fräulein, wenn das nicht gegangen wäre, geklatscht hätte es. Irgendwo hier muss sie doch sein. Ich will jetzt nicht nachschauen, aber irgendwo hier. Ich könnte schwören. Irgendwo am Shop vielleicht, ne? Kann das sein? Am Shop? Möglich wäre es. Es kann alles möglich sein. Neue Sticker, wie geil. Kann ich hier überhaupt lang? Kann ich. Wichtige, das sind wichtige Items, die ich jetzt gerade hier aufsammle, ne? Sehr, sehr, sehr wichtige Items. Hier war, glaube ich, ja der Shop. Ich bin mir sicher, dass hier doch vielleicht irgendwo eine Geheimtür ist. Ja.
oder? Ich guck jetzt mal nach. Ich habe jetzt keinen Bock groß zu suchen. Das ist doch alles hier. Zack. Heimtür. Okay. Ersteller der Website wollte mir nicht sagen, wo hier eine Geheimtür sein könnte. Das heißt, ich muss sie selber suchen. Schönen Dank, du Arsch! Vielleicht war sie aber auch hier. Beim Kettenhund, so. Bitte. Warum denn nicht? Warum muss das alles hier so schwer sein? Ich kann mich an so viele Spots erinnern, wo sie gewesen sein kann. Das ist das Problem. Hier könnte sie gewesen sein. Da vielleicht. Da vielleicht. Ich erkenne jetzt zwar nichts. Scheiße. Dreckig. Egal, komm. Was, wisst ihr, was wir uns noch gönnen? Die ganzen Stickers. Die gönnerisieren wir uns. Ah, perfekt. Den wollte ich haben. So, wir sortieren das Ganze mal. Ja, die Seiten werden langsam voll, ne? Dürfen noch nicht zu viel aufheben. Komm, lass mich bitte, lass mich durch. Ich wollte noch nach links gehen. Das ist Minus. Das ist etwas schlecht. Was ist hier? Das ist ein bisschen Minus, dass du, sobald du dich, sobald du von der Plattform halt weggehst. Ich sehe aber auch nichts hier, ne? Sobald du von der Plattform weggehst, dass du direkt, oder, da, und wieder draufsteigst. Das kann ich ja nicht runterspringen. Dass du ständig nach unten oder nach oben steigst. Relativ unnötig eigentlich. Aber okay. Ach komm schon, Mann. Das letzte Scheißstück. Komm, ey. Bitte. Ich bin's auch selber schuld. Ich hätte schon von Anfang an die Geheimtür suchen müssen. Habe ich nicht gemacht. Selber schuld. Aber ich hätte ja selber nicht gedacht, dass ich die ganzen Geheimtüren machen würde. So ist. Keine Ahnung. Muss ich mal hier schauen. Hier auch nichts ist. Oder vielleicht doch. Könnte sein, ne? Meine Bildschirmhelligkeit ist hoch as fuck und ich sehe trotzdem nichts. Ja, dann musst du dir wohl eine Brille anziehen, Kaya. Ja, danke für den Hinweis. Vieles Dank, Bruder. Würdest du wenigstens gefragt bekommen, willst du jetzt, wenn du wenigstens gefragt bekommen würdest, ja, möchtest du... Okay. Änder das auch mal. Anscheinend nicht. Wenn du wenigstens gefragt bekommst, weißt du das, ob du jetzt nach oben oder unten fahren willst, das wäre doch schon cool, aber leider nicht. Ne? So, das heißt, irgendwo hier links. In diesem großen Raum hier, wa? Immer. Das kann doch nicht sein. Hallo? Hä? Hab ich irgendwas verpasst? Ich check gerade wirklich gar nichts mehr, ne? Ich weiß. Keine Ahnung, wo die sein soll. Drecksucherei, man macht sie doch einfach an den Start, ihr Pisser. Boah, vielleicht da. Oh, komm, leck mich doch. Einfach unnötig. Na, so eine Welle draus, ehrlich, ey. Jetzt kannst du wieder 5 Minuten durchrennen. Das ist alles so unnötig lange dauern. Es tut mir leid, ich könnte es schneiden. Ich mach's auch. Tschüss, bis gleich. Oh, ist das ein Beschiss. Ist das ein Beschiss, ganz ehrlich. Du siehst das doch so schlecht, Mann. Ich hab's schon mal so oft gesagt. Du siehst es doch so schlecht. Wenn irgendwo in einem dunklen Raum
ein Geheimtür-Spot ist. Das siehst du doch gar nicht. Das siehst du nicht. Kannst du nichts gegen machen. Meine Güte, ey. Dreimal durchs Level laufen, um dann mal die Geheimtür zu finden. Ist doch zum Heulen. Meine Güte. Aber eine Mario-Gitarre und das ist das doch allemal wert, nicht? Gut, ich würde sagen, ich bin hier an der Stelle, ja, raus. Ihr Freunde, das ist zum Heulen. Das ist zum Heulen. Ich kann nicht mehr, ey. Ich kann nicht mehr. Merkt man gerade auch ein bisschen. Ich habe wirklich jetzt die letzten beiden Parts nichts anderes gemacht, als Geheimtüren zu suchen. Dass man dann noch wenig Bock auf Paper Mario Sticker Star hat, ist, glaube ich, verständlich. Deswegen würde ich sagen, beenden wir den Part. Holen die letzten beiden Geheimtüren, wenn, ne, ich gehe davon aus, dass die letzten beiden... Dass die letzten... Ja, ist okay, halt die Fresse. Dass die letzten beiden... Die letzten drei Level auch alle Geheimtüren haben werden. Deswegen... Passt das schon. Und was kann ich jetzt hier wegschmeißen? Ja komm, den kann man mal wegschmeißen. Euch auch. Dürft ja eigentlich wieder Platz sein für eine Geheimtür. Mach mal keinen Mist jetzt. Ja. Gut, ich würde sagen, ich beende den Part. Ich bin's wirklich gerade so leid hier. Das ist... Wow. Ja, ja, ist okay. Ich bin durch. Ich kann nicht mehr. Ne, Freunde. Gestärkt. Sehen wir uns im nächsten Part wieder und dann machen wir die sechste Welt. In dem Sinne, haut rein. Ciao.